Hallo und herzlich willkommen zu meiner Bücherregaltour. Ich möchte am Anfang ein bis zwei Worte drüber verlieren. Es werden extrem viele Teile, habe ich beim Drehen gemerkt. Nichtsdestotrotz möchte ich da irgendwie nicht schneller durchgehen oder so, weil ich möchte mir Zeit lassen, euch zu den Büchern kurz einen Inhalt zu erzählen. Natürlich nicht so ausführlich, wie ich das in Lesemonaten oder so mache, aber einfach kurz anreißen, worum es geht. Auch vielleicht die ein oder andere Anekdote zu erzählen, die ich zu dem Buch habe oder warum ich eine besonders persönliche Beziehung dazu habe. Und ja, dafür möchte ich mir Zeit lassen, dafür mache ich diese Bücherregaltour. Und wem das dann zu langsam geht, dann tut's mir leid. Ich verlinke euch jeweils immer die Reihen, um die es geht, mit Zeitangabe, wie ich das bei meinen anderen Büchern auch mache. Das heißt, falls einem die eine Reihe nicht so interessiert, dass man mal vorswitchen kann. Das mache ich aber eigentlich immer. Und ansonsten wissen meine Zuschauer oder wisst ihr auch eigentlich, dass ich mir immer ein bisschen mehr Zeit lasse, um die Bücher ja, zu erklären bzw. euch die vorzustellen, weil dafür sind wir ja eigentlich hier. Und nur das Cover zeigen und den Titel vorlesen, ja, dann kann ich euch auch ein Bild hier hochladen und ihr könnt es euch selber durchlesen. Das finde ich irgendwie Quatsch. Also deswegen möchte ich euch schon ein bisschen was darüber erzählen. Ich werde das in unterschiedliche Teile aufteilen. Ich weiß jetzt noch nicht, weil ich noch nicht alle Videos gedreht habe, wie viele es im Endeffekt werden. Aber ich schätze mal zwischen 6 und 8 Teile um den Dreh. Weil ich wirklich auch nicht so viel schaffe in der Zeit. Ich habe jetzt immer so 20 bis 30 Minuten für einen Teil angedacht und das klappt auch eigentlich ganz gut. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, euch bei der Regaltour viel Spaß zu wünschen. Hier heute beim ersten Teil fangen wir mit Thrillern an. Also die meisten Teile werden Thriller enthalten, das kann ich euch schon sagen. Aber ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und hoffe, euch gefällt die Tour. Ansonsten, wenn ich etwas anders machen soll beim nächsten Mal, ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich so ein Update oder sowas drehen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin für neue Vorschläge jederzeit offen oder auch gerne, wie es euch gefallen hat. Und ja, dann legen wir jetzt mal los. Wir starten links oben, wie gesagt, mit einer Reihe, die ich abgöttisch liebe, und zwar die David Hunter-Reihe von Simon Beckett. Und der erste Teil heißt Die Chemie des Todes. Hier lernen wir David Hunter kennen, einen forensischen Anthropologen, der seiner Arbeit eigentlich den Rücken kehren will und somit nach England, glaube ich, geht und in einer allgemeinmedizinischen Praxis arbeitet, bis in diesem verschlafenen Dörfchen eine Frauenleiche gefunden wird. Der zweite Teil, Kalte Asche. Hier befindet er sich auf einer schottischen Insel und dort wird eine Leiche gefunden, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist. Und David Hunter muss den Fall auch noch alleine lösen, weil ein schlimmer Sturm die Insel von der Außenwelt abschneidet, kann man sagen. Der dritte Teil, Leichenblässe, bisher einer meiner absoluten Lieblingsteile. Hier treffen wir ihn auf einer Bodyfarm wieder und ein befreundeter Kollege bittet ihn um Mithilfe, denn in einer Berghütte ist eine bis zur Unkenntlichkeit zersetzte Leiche gefunden worden. Und Verwesung, der vierte Teil, den habe ich noch vor mir.
Ja, hier geht es um einen Serienkiller, der neben einer Leiche aufgefunden wird. Er stellt sich selbst, soll auch am schuld am Verschwinden drei anderer Frauen sein. Er verrät aber nicht, wo er die Leichen vergraben hat. Bin ich sehr gespannt drauf, werde ich im August auch lesen. Der fünfte Teil kommt im September als Taschenbuch raus. Der wird natürlich hier auch gleich mit einziehen. Dann Tiere von Simon Beckett. Ich habe hier den Aufkleber noch nicht abgemacht, weil der geht auch gar nicht ab. Mein innerer Monk schreit. Von dieser, also es ist ja keine Reihe, aber von diesen Romanen habe ich mir bisher nur diesen hier geholt, habe ihn noch nicht gelesen. Und hier geht es wohl um Nigel, der sich Mitbewohner im Keller hält. Und ja, sie wohnen wohl nicht freiwillig dort unten. Und es sind wohl wahrscheinlich auch nicht Tiere im klassischen Sinne, sondern Menschen. Denn Nigel sagt, manche Menschen sind wie Tiere. Bin ich gespannt, sind viele aber nicht ganz so begeistert von. Deswegen schauen wir mal. Dann kommen hier meine Andreas Gruber Bücher. Ich liebe Andreas Gruber, ich liebe die Bücher. Hier hätten wir Herzgrab von ihm, ein Einzelband und auch ein ziemlich genialer, wie ich finde. Hier kann man, also hier kann man sich schlecht kurz fassen. Hier geht es um eine Frau, die zum Begräbnis. Na. Die zum Begräbnis ihrer Brüder fährt und aber davon nicht mehr zurückkehrt. Sie verschwindet nach diesem Begräbnis spurlos und ebenso wird ein berühmter Maler vermisst. Ja, also hier wird eine mysteriöse Familiengeschichte aufgedeckt. Sehr spannend, sehr tolle Charaktere, die Andreas Gruber hier geschaffen hat. Die Ermittler sind absolut klasse. Mein Herzensermittlerteam befindet sich hier in diesem Buch. Dann die Todesreihe um Martin S. Snyder und Sabine Nemes. Der erste Teil ist Todesfrist. Hier geht es um einen Mörder, der nach einem Kinderbuch mordet, nach dem Struwwelpeter-Buch. Und so passiert es, dass wir hier zum Beispiel verhungernde Opfer haben, in Tinte ertränkte oder ja, mit Beton umhüllte Opfer. Also sehr spannende Morde. Der zweite Teil ist Todesurteil, habe ich auch schon gelesen und für gut befunden. Hier taucht die 10-jährige Clara nach ihrem Verschwinden in einem Waldstück wieder auf und hat Teile von Dantes Inferno tätowiert. Sie rückt aber nicht so richtig mit der Sprache raus. Und ja, wir treffen hier natürlich auch wieder auf Sabine Nemes und Martin S. Snyder. Und der dritte Teil, Todesmärchen. Hier befinden wir uns mit Snyder und Nemes auf einer blutigen Schnitzeljagd. Hier wird in Bern die kunstvoll drapierte Leiche einer jungen Frau gefunden, in deren Haut der Mörder ein geheimnisvolles Zeichen geritzt hat. Warum hier ein Coverwechsel auf einmal vollzogen wurde, verstehe ich nicht und macht mich ein bisschen nervös. Obwohl hier dieses Cover wunderschön ist, mag ich gar nicht sagen, aber im August erscheint Todesreigen, der vierte Teil der Todesreihe. Der wird natürlich hier neben Todesmärchen einziehen, ist ja ganz klar. Dann haben wir die nächste Reihe von Andreas Gruber und zwar Rachesommer. Hier sterben in Wien innerhalb kürzester Zeit unter ähnlichen Umständen vier wohlhabende Männer und wir lernen hier Walter Pulaski kennen. Das ist hier der Kommissar unseres Vertrauens quasi. Die Reihe habe ich noch nicht gestartet, möchte ich mir noch ein bisschen aufheben, weil ich von Andreas Gruber gerne noch etwas auf dem Sub haben möchte. Das wäre dann die einzige Reihe. Deswegen bleibt
sie noch ein bisschen ungelesen. Der zweite Teil ist, ups, ist Rache Herbst. Ja, genau, fokussiere. Und hier wird unter einer Leipziger Brücke die Leiche einer jungen Prostituierten in Zweigen gefunden. Und Pulaski recherchiert auf eigene Faust, weil der Fall bei seinen Kollegen keine Priorität genießt. Und er bekommt dabei von der Mutter der Toten Hilfestellung. Hab auch nur Gutes über diese Reihe gehört, freue mich wahnsinnig drauf. Hier ist auch dieser ominöse Coverwechsel. Aber gut, der Inhalt ist ja bombastisch und die Cover einzeln sehen natürlich auch super hübsch aus. Was ich vergessen habe zu erwähnen, die Bücher hier werden größtenteils Sub-Bücher sein, weil ich nur entweder Sub-Bücher im Regal habe oder Bücher, die mir wirklich außerordentlich gut gefallen haben. Also alles, was kleiner gleich 3 Sterne ist, sortiere ich eigentlich aus dem Regal gleich wieder aus. Deswegen wird viel ungelesen sein und wenn es gelesen ist, dann wird es auch für gut befunden. Deswegen wundert euch nicht. Ich muss euch einmal ein Stück weiterrutschen. Es geht ebenfalls mit einer von mir geliebten Reihe weiter und zwar die Reihe um Nils Trojan. Ich habe hier 5 Bände. Es gibt insgesamt 6 Bände. Der Traummacher ist der 6. Den gibt es allerdings noch nicht als Taschenbuch, deswegen steht er noch nicht hier, wird aber früher oder später hier mit einziehen. Der erste Teil wäre der Federmann, der erste Fall für Nils Trojan, der zu einem grausigen Tatort gerufen wird. Und zwar wurden einer jungen Frau die Haare abgeschnitten und ein zerfetzter Vogel ist auf ihrem Körper platziert. Ja, sie finden einige Leichen dieser Art und warum der Killer der Federmann genannt wird, erfahren wir auch. Er ist nämlich ein bisschen krank, kann man sagen. Ich liebe die Thriller von Max Bento. Wir haben hier sympathische Ermittler und ja, unerwartete Wendungen. Die Täter haben wirklich ein faszinierendes Motiv. Also ganz, ganz große Leseempfehlung für diese Reihe. Der zweite Teil, die Puppenmacherin. Bis hierhin habe ich gelesen. Die anderen Teile habe ich noch vor mir. Und bei der Puppenmacherin ist es so, dass wir einen Killer haben, der seine Opfer gerne mit Bauschaum quält. Und die erste Leiche ist die Leiche einer jungen Frau, die qualvoll erstickt ist, weil ihr der Mörder Bauschaum in den Mund gesprüht hat. Und das Zeug wird natürlich schnell fest, wie wir wissen. Also auch sehr grausam das Ganze. Die Totentänzerin, der dritte Teil für Max Bento. Hier finden wir ein Pärchen auf einem blutdurchtränkten Bett wieder und die Körper sind mit einer Schnur aneinander gefesselt. Und Trojan gerät in einen inneren Konflikt, weil nämlich die Frau seines Chefs in den Fokus der Ermittlungen gerät. Das möchte ich auf jeden Fall auch bald lesen. Ich vernachlässige diese Reihe viel zu sehr, aber ich will auch nicht, dass sie vorbeigeht. Das Hexenmädchen, der vierte Teil, ein wunderschönes Cover, wie ich finde, ist mir fast das Liebste von den ganzen Max-Bento-Thrillern. Und beim Hexenmädchen werden 3 Opfer kurz nacheinander tot in ihren Wohnungen aufgefunden. Und ja, wie genau sie aufgefunden werden, wird am Klappentext nicht erklärt. Ich bin gespannt. Es werden auch ein paar Mädchen dann im Laufe der Zeit noch vermisst. Und ja, sie haben wohl vor ihrem Verschwinden von einer Hexe berichtet, die sie in Angst und Schrecken versetzt. Und das Dornenkind.
Max Bento hat so viele Thriller, dass ich sie hier gar nicht schön aufreihen kann. Der fünfte Teil, der ist auch ja, vor kurzer Zeit erst als Taschenbuch erschienen, habe ich mir natürlich sofort geholt. Und hier geht es um drei Todesopfer, in deren Haut mysteriöse Botschaften geritzt wurden. Ich liebe ja sowas. Ein Rätselraten. Und außerdem bekommt Nils Trojan einen Anruf einer jungen Frau. Und dieser Anruf verstört ihn ziemlich. Warum? Möchte ich euch nicht verraten, weil nämlich das mit dem ersten Teil zu tun hat. Also wer den ersten Teil noch nicht gelesen hat, der sollte sich keinen Klappentext etc. vom Dornenkind durchlesen. Sonst spoilern wir uns. Und also ich möchte nochmal die Schönheit dieser Cover betonen. Die sind so hübsch. Also diese Thriller waren auch wirklich ein Coverkauf von mir. Und ich habe es nicht bereut, muss ich sagen. Wie gesagt, die ersten beiden habe ich gelesen. Diese drei sind noch auf dem Sub, aber müssen definitiv bald dran glauben. Dann haben wir mal einen Einzelband ausnahmsweise, und zwar Anders von Anita Terpstra. Und hier wird der 11-jährige Sander vermisst, der eines Tages zusammen mit seinem Freund spurlos verschwindet. Und der Freund wird kurz darauf tot aufgefunden, nur Sander bleibt verschwunden. Und Jahre später meldet sich ein junger Mann bei einer deutschen Polizeistation wieder und behauptet, der verschwundene Sander zu sein. Die Familie freut sich natürlich mega, aber kurze Zeit später kommen vor allem der Schwester erste Zweifel, ob er wirklich der ist, der vorzugeben scheint. Habe ich schon gelesen, war ein spannender Thriller, ein bisschen ruhiger natürlich vom Erzählstil, weil wir hier nicht den klassischen Ermittler-Thriller haben. Aber es war sehr interessant, hinter das Geheimnis zu kommen, das hier drin versteckt. Habe ich an einem Wochenende gelesen und darf bei mir hier bleiben, weil ich es für gut befunden habe. Ein Buch, was noch auf dem Sub ist, und ich schäme mich dafür, weil ich freue mich so unfassbar hier drauf. 60 Sekunden von James Hankins. Und hier geht es um einen ziemlich skrupellosen Killer. Er lässt seinen Opfern 60 Sekunden, 60 Sekunden Zeit, um zwischen Pest und Cholera zu wählen. Und zwar darf er sich aussuchen, ob er sich das Gesicht oder beide Füße abschneiden lässt. Oder alle Zähne oder ein Ohr verliert oder sich selbst umbringt oder zusieht, wie die eigene Frau erschossen wird. Also auf diese Morde bin ich sehr gespannt, was für ein Motiv hier hinter steckt. Und oh mein Gott, ich liebe sowas. Muss definitiv bald gelesen werden. Dann haben wir eine weitere Reihe, und zwar die Reihe um Smokey Barrett, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Ich habe bisher vier Bände hier, es gibt fünf. Gleiches Spiel wie bei Simon Beckett und Nils Trojan. Den fünften Band gibt es noch nicht als Taschenbuch. Deswegen habe ich nur vier hier. Und drei davon gelesen. Also Band 1 bis 3 habe ich gelesen. Ich habe nur noch ausgelöscht vor mir. Die Blutlinie ist der erste Teil. Fand ich absolut klasse. Hier lernen wir Smokey Barrett kennen. Und ihre beste Freundin wird auf abscheuliche Weise ermordet und drapiert. Und die, die das Buch gelesen haben, wissen, wie grausam sie drapiert wurde. Und obwohl sie ja eigentlich selbst ein Trauma zu verarbeiten hat, geht sie auf die Jagd nach dem Killer. Und dieser nennt sich selber Jack the Ripper Junior. Also es beginnt hier eine grausame Schnitzeljagd. Und
Dieses Buch war absolut wahnsinnig, also nicht für zart Besaitete. Genauso gut gefallen hat mir Der Todeskünstler, den muss ich mir irgendwann noch in einer anderen Ausgabe holen, denn das ist eine ältere Ausgabe und eigentlich sind die neuen ja quasi hier so. Ich könnte die natürlich auch so einfach reinschieben, aber dann wäre das Logo oben und da kriegt Melli wieder die Krise. Also wird der irgendwann mal bei Rebuy oder keine Ahnung wo neu mitbestellt. Ist ja auch egal. ich denke, meine Monk-Angewohnheiten interessieren jetzt auch nicht so viele. Auf jeden Fall, Der Todeskünstler war auch super klasse. Diesen Teil habe ich geliebt. Hier werden in einem Haus zwei tote Menschen gefunden, entstellt, geschändet, ausgeweidet und neben ihnen kauert ein Mädchen, das auch nur mit Smokey reden wollte. Und dieses Mädchen ist das Kunstwerk des Todeskünstlers, Entschuldigung. Und er besucht seit Jahren dieses Mädchen und ja, nennt sie auch Mein Schmerz. Also er versucht sie in den Wahnsinn zu treiben und nach seinem Bild neu zu erschaffen. Ein Bild voller Schmerzen quasi. Was für ein Motiv, ist echt Wahnsinn. Das Böse in uns, der dritte Teil. Hier wird die Leiche einer jungen Frau in einem Flugzeug gefunden. Und während des Fluges bemerkte aber kein Passagier, dass sie getötet wurde. Heimlich, still und leise ging das Ganze vonstatten. Und der Mörder hat lediglich ein silbernes Kreuz mit der Zahl 143 im Körper der Toten hinterlassen. Und Smokey Barrett fragt sich natürlich, ob das die Anzahl oder die Zahl des Opfers ist, weil wenn, dann wäre das eine ziemlich hohe Zahl. Und im Internet tauchen auch brutale Videos von Hinrichtungen auf, die hiermit natürlich auch was zu tun haben. Hat mir auch ganz gut gefallen. Meine Favorites sind aber die ersten beiden Teile und der vierte Teil ausgelöscht. Hier wird eine Frau, die 7 Jahre vorher spurlos verschwunden ist, am Schauplatz einer Hochzeit aufgefunden. Sie wird aus einem schwarzen Mustang gestoßen und taumelt auf den Altar zu, fällt dann auf die Knie und stößt einen lautlosen Schrei aus. Man sieht dann, dass sie lobotomiert wurde, also nur noch eine Hülle ist und sich auch über den Täter somit nicht äußern kann. Hört sich ziemlich grausam an. Ich hoffe, er ist genauso wie die ersten beiden Teile, die mich super überzeugen konnten. Ich hoffe, dass diese Reihe jetzt nicht so ja, eine Fahrt nach unten macht, weil die ersten beiden waren wirklich Hammerklasse. Der dritte war nicht ganz so stark, aber auch ein super Thriller. Also meckern auf hohem Niveau bei Cody McFadden. Hier auch ein Einzelband, Das Los von Tibor Rode, wo ein Mönch 4 Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt zu einem jahrhundertealten Spiel eingeladen werden. Und ihr Einsatz ist alles, was sie besitzen, und ihr Gewinn ein Preis von unermesslichem Wert, die Erfüllung all ihrer Träume. Alle 4 lassen sich auf das Spiel ein, doch dann geschieht ein Mord und die Teilnehmer erkennen, wie hoch ihr Einsatz wirklich ist. Dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, bin aber wahnsinnig gespannt drauf. Wahnsinnig viel Potenzial. Und als letztes haben wir hier noch Das Gebot der Rache von John Niven. Das habe ich mal auf einem anderen BookTube-Kanal entdeckt und dachte, das ist doch was für mich. Ist aber auch noch ungelesen, leider. Hier lernen wir Donald Miller kennen, der eigentlich ein perfektes Leben hat, bis zuerst sein Hund getötet und kurze Zeit später seine Frau entführt wird und ihre brutal zugerichtete Leiche aufgefunden wird.
Und er gerät dann zusammen mit seinem Sohn in die Gewalt eines Feindes, der scheinbar jede Menschlichkeit hinter sich gelassen hat, steht hinten am Klappentext. Und hier bin ich echt gespannt, auf was wir hier so alles treffen. Und ja, soll sehr blutig, glaube ich, sein oder nicht für zart Beseitete. Ich bin gespannt und werde euch berichten, sobald ich es gelesen habe.